Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Also jeder, der einen Garten hat, beziehungsweise ihr braucht nicht mal einen Garten, jetzt ist Zucchini-Zeit. Ich bin mir sicher, alle Nachbarn, Freunde und Verwandten versorgen euch mit Zucchini. Und das war eben auch der Grund, warum es bei uns heute diese Zucchini-Hackfleischpfanne gibt. Die ist wirklich in 10 Minuten fertig. Ich schreibe euch die ganzen Zutaten nochmal unten rein und ich schneide die Zucchini-Stückchen mit Absicht so groß, also relativ groß geschnitten, weil der Tobi und die Isabel gar keine Zucchini mögen. Und ja, mir ist es mittlerweile egal, dann sollen die das Hackfleisch mit dem Reis essen und die Zucchini auf die Seite legen. Und dann tun sie sich auch leichter, wenn das ein bisschen größer geschnitten ist. Aus diesem Grund die etwas größeren Zucchini-Würfel. Und schmeckt's dir? Supi. Trotz Zucchini? Ja. Zucchini ist scharf. Ich hatte gerade ein Stück. Nee, Zucchini ist gar nicht scharf. Was war es denn? Knoblauch. Ganz kurz auch rein. Aber gut, oder? Aha.